Ich lese gerne Big Basketball Deutschland. Ich befinde mich auf dem Weg von Berlin nach Rostock, irgendwo in Brandenburg. Und wir gucken uns heute ein Basketballspiel an zusammen. So, da sind wir angekommen. Hier schön an der Stadthalle in Rostock. Gucken wir uns heute das Bundesligaspiel an, der Rostock Sea Wolves. Gegen wen spielen wir heute? Gegen die Karlsheim Merlin spielen wir heute. Und das wird die erste Version von meinem Vlog on Tour Basketball in Deutschland. Und wir gucken uns heute mal an, was Rostock da so zu bieten hat. Also lasst ein Abo da, smash den Like-Button, TikTok, abonnieren, folgen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Let's go! Hier geht es dann wahrscheinlich nachher rein. Kasse West. Mal gespannt, wie es da drin nachher abgeht. Was so für Attraktionen auf uns warten, wie das Spiel wird, wie das Essen ist, wie die Plätze sind, wie die Stimmung sind, das gleich alles hier in diesem Vlog. Ja. So, da sind wir. Rostock Sea Wolves, schon die erste VIP-Tour bekommen hier und wir haben auch richtig, richtig geile Plätze. Hier sind wir im Foyer der Stadthalle in Rostock und hier gibt es Bier natürlich, Würstchen, Catering, mega gut. Wenn wir auch vielleicht noch mal testen, dann sage ich euch auch vielleicht, wie viel teuer das Trikot war hier. Ja, dann zeig uns doch mal hier und den Zuschauern vor allem, was wir jetzt hier alles noch mal erleben können. Sehr, sehr gerne. Also wir haben zwei Eingänge. Es gibt einmal den VIP-Bereich. Der VIP-Bereich befindet sich quasi auf der linken Seite, wo es auch Catering gibt und eine kleine Bühne, wo da unser sportlicher Leiter vom Basketball das zum Geschehnis erzählt. Und das ist so der Public-Bereich über zwei Etagen, wo wir zum einen von unserer Seite aus für Familien, die keine Angebote haben, wie Hüpfburg oder unsere Hoopsburg. Und dann vermarkten wir unsere Spieltage immer. Dieses Mal ist es die Viro, Wohnen in Rostock. Einer unserer Sponsoren, die sagen, okay, wir kaufen euch den Spieltag ab. Das läuft alles unter dem Namen Viro-Spieltag. Und dann haben die Möglichkeit, sich ein bisschen zu präsentieren, Klatschpappen zu machen, kleine Aktionen zu fahren und. Ja. Genau. Das ist unsere Hoopsburg, die haben wir bei Bonn tatsächlich vor der Saison entdeckt und unser Geschäftsführer meinte, sowas brauchen wir auch, das lockt die Kids an, das lockt Leute an, das macht Spaß, die können wir auf Aktionen mitnehmen, auf Events und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall schon hingucken, habe ich noch in keiner Halle bis jetzt so gesehen. Ja, Bonn nutzt es auch gar nicht in der Halle, also sie nutzen es wirklich draußen, wir haben gesagt, gut, wir haben den Platz hier, wir nutzen es in der Halle. Dann kann man bei uns auch den Viro Topscorer wählen, das heißt, wer macht am meisten Punkte während des Spiels, kann man vorab ein Guess abgeben und dann gibt es am Ende ein Trikot zum Gewinnen. Und unser eigentliches Highlight ist die Fotobooth. Wo man quasi digital mit den Spielern vorab Erinnerungsfoto machen kann. Am besten testet ihr es gleich mal, macht auch eins. Genau, wir machen gleich mal, ich mache jetzt mal direkt hier live on cam, machen wir mal ein Foto, gucken, ob das alles funktioniert hier mit dem Internet. Ich habe mich noch nicht ins WLAN eingewählt. Stellen wir uns doch auch mal hier an und dann machen wir jetzt mal ein Foto mit einem Rostock Sea Wolves Spieler. So, dann gucken wir uns mal den anderen Teil des Foyers an. Genau, richtig. Vorbei unser Mitgliederstand. Hier kann man quasi Mitglied bei uns im Verein werden. Hier werden Fragen beantwortet rund um Kitas, um Basketball in der Schule, was wir alles anbieten. Kann man sich informieren, gleich eine Mitgliedschaft abschließen, wenn man möchte. Oder wenn man eine Frage hat. Die Damen stehen einem auf jeden Fall tatkräftig zur Seite. Also wenn man Bock hat hier, ne, ihr könnt auf jeden Fall auch Mitglied werden bei den Sea Wolves. Absolut. Auch wenn ihr nicht in Rostock wohnt. Ganz genau. Oh, Fanshop, immer ein gutes Thema. Fanshop, ganz wichtig, genau. Jetzt ganz frisch auch wieder mit einem neuen Online-Shop. Aber wir sind halt auch immer in der Halle vertreten mit allerhand Merch. Da könnt ihr gerne mal schauen, für alle was dabei. Und ich glaube, natürlich können wir nicht einfach hier am Merch-Shop stehen bleiben, ohne dass ich was kaufe noch für meine Follower. Ein bisschen was für eine Verlosung. Ich brauche auf jeden Fall, junge Dame, ich bräuchte ein T-Shirt in schwarz, in XL. Das da hinten vielleicht? Wir haben keine schwarzen T-Shirts. Nur blaue? Was mit dem das ist ein Longsleeve, oder? Das ist ein Longsleeve. Ah, okay. Dann würde ich ein blaues nehmen in XL. Ja, das haben wir hier. Und das bekommt ihr nachher noch, wenn ihr in die Kommentare schreibt, bekommt ihr das noch, könnt ihr das gewinnen. Dann könnt ihr das gewinnen natürlich, ne? Wenn ihr in die Kommentare schreibt, Erster oder so, dann könnt ihr das gewinnen. Alles Dankeschön. Gut. Danke. Ich würde auch gerne mal nochmal reinschauen. Ja. Seit dieser Saison müssen wir eigentlich diesen Block auch noch aufmachen, weil wir einfach, sonst haben wir diese drei Seiten und da oben gibt es einen Block, den wir sonst nicht spielen. Und ihr habt euer eigenes Orchester sogar hier. Ja, das ist heftig, ne? Ja. Ja, die machen ordentlich Stimmung.
wo ich gerade die Bande sehe. Wir sind in Berlin demnächst. Wir fahren nämlich auswärts. Wir haben Zug gechartert am 23. April nach Berlin. 1000 Rostocker Fans. Also wir werden mit 1200 wahrscheinlich nach Berlin reisen am 23. April. Das ist eine Riesenaktion. Das wird auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingehen, nicht nur in Rostock. Mit 1200 Leuten. Ja, vielleicht sehen wir uns ja in Berlin. Das wäre mega, das wäre mega. Ja, da sind wir heute hautnah dran beim Bundesliga-Basketball, bei den Seawolves in Rostock. Und wirklich, wir sind wirklich ganz nah dran. Guckt euch das mal an, wie nah wir dran sind. Wir sind quasi noch näher als Kortzeit dran in Rostock. Und diese Halle ist einfach wunderschön. Und ich freue mich total, euch heute mitnehmen zu können, hier bei diesem Spieltag. Ja, wie gesagt, heute brandheiß hier in Rostock. So nah war ich noch nie bei Bundesliga-Basketball dran. Ihr seht ja schon, könnte man direkt an der Spielerbank vorbeilaufen. Hier ist die ganze Technik aufgebaut, hier findet der Spieltag statt. Mega geil, so nah hier ranzukommen, ist echt ein Traum. Ne? Also das hoffe ich doch für euch jetzt weiterhin von anderen Teams auch so zu berichten können. Also liked das Video und teilt es gerne bei euch. Ne? Hier sitzt dann gleich der Gast, ne, aus Crailsheim, und wir haben auf jeden Fall heute jetzt schon viel Spaß hier. Und es ist einfach grandios, wenn ihr seht, wie groß diese Halle ist. Let's go, sage ich da nur. Ich hoffe auf einen tollen Spieltag. Und ihr könnt auch jetzt gerne mal in die Kommentare das Ergebnis tippen. Noch nicht nachgucken, weil das Spiel ist natürlich schon gelaufen. Tippt doch jetzt mal das Ergebnis rein. Wer gewinnt? Rostock oder Crailsheim? Läuft und wir sind immer noch live bei den Seawolves in Rostock, und ich kann nur sagen, die Stimmung ist echt genial hier im Stadion, natürlich in der Halle, und die Stimmung ist natürlich echt genial hier in der Halle. Ich meine, guckt euch das hier mal an, die Leute gehen ab, fast 4.500 Zuschauer da, und meine absolute Bewertung für die Rostock Seawolves in der Halle ist eine krasse 10 von 10. Das geht raus an die Fans von Rostock Seawolves und den Auswärtsfans von Crailsheim. Mega Stimmung, ich kann nur sagen, top. Hier lohnt es sich auf jeden Fall einmal hinzugehen. Und es ist einfach verdammt laut, ich höre hier einfach nichts mehr. Wahrscheinlich übersteuert das hier alles total. Deswegen kommt selber und erlebt es mal selber hier. Wir haben es tatsächlich aufs Spielfeld geschafft, Leute. Rostock hat gewonnen. 86 zu 79 gegen Werdek. Guckt euch das an hier. Das ist einfach voll krass. Voll krass. Leute, ich kann nur sagen, die absolute Empfehlung. Besucht hier mal unbedingt ein Heimspiel. Besucht hier ein Heimspiel. Absolute 10 von 10 Punkte für die Rostock Seawolves. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Viel Spaß damit. Let's go.